So, da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir gucken mal, was es jetzt gibt. Und dann schauen wir weiter. Ah, diese Scheiße hält da hinten nicht. Ich habe da so eine Lichtleiste. Ah, habe ich hier auch. Die kann ich ausmachen. Moment. Blendet so ein bisschen. Es blendet ein wenig. Ach, wo waren wir stehen geblieben? Alle Scheiße, deine Elli. Ja. Ja, normalerweise mäht er ja alles weg, aber nur nicht immer. Genau wie diese Stellen hier drinnen. Von was kommen die? Ist noch einer am Zählen, nee, ne? Ich habe auch aufgehört, das bringt nichts. Aber wenn ihr mal ganz oben links in der Ecke guckt, wo die Uhrzeit ist. Das ist wenigstens etwas, wo man sagen kann, jetzt haben wir mal eine positive Sache. Da steht das Datum mit drin. 3.3.2001. Das lasse ich mir noch gefallen. Das ist dann wieder eine Sache, wo ich sagen muss, gut, da habt ihr mal ein bisschen mal überlegt. Aber bei vielen Sachen frage ich mich manchmal. Aber was hilft da vieles Meckern? Besser machen kann ich es auch nicht. Ich kann es überhaupt nicht. So. Könnte ich es? Würde ich es wahrscheinlich anders machen. Ja, ganze Problem ist, ich meine, ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der macht auch kleine Spiele. Und wir haben auch mal angefangen, etwas zu machen. Nur, dann brauchst du erstmal so ein paar Kleinigkeiten, so als Grundlage. Da steht schon wieder so ein Haufen. Aha. Was macht dann jetzt? Fährt er quer? Ganz toll. Du musst dich Spiele-Engine haben. Ja. Nimmst du Unreal 4? Genial. Aber die wollen aber Tür haben. Du bezahlst die und du musst später vom fertigen Spiel, von den Einnahmen, musst du auch noch was abgeben. Dafür darfst du die benutzen. Auch wenn du die kaufst. Was hätten wir noch? Unity hätten wir. Die ist frei. Aber das ist natürlich im Vergleich zu, ne, Unreal 4 ist es natürlich ein Riesenunterschied. Obwohl, alles geht irgendwie. Man entscheidet sich für irgendwas und dann halt eben, gut, die haben sich jetzt entschieden wegen dem dynamischen Boden. Ich weiß nicht, welche
Engine das auch noch könnte. Ich weiß nur, bei Unreal 4 könnte man das quasi tricksen, wie es hier wahrscheinlich auch ist. Der Originalboden ist einfach tiefer als das, was man sieht. Man macht einen Grund. Das ist der Boden. So. Den macht man dann ein bisschen uneben, so dass dann halt der Trecker nicht gerade läuft, sondern holprig. So, und da lege ich über das Ganze, lege ich dann, ja, so dass die Räder ungefähr eine Hälfte vom Profil oder von der Reifenstärke, dass sie drinnen versinken können, lege ich dann eine Textur drüber, so dass die Räder immer unter in die Textur drinnen verschwinden. Was anderes ist es hier auch nicht. Macht dann noch ein bisschen Dirt-Textur, dass da also Sachen fliegen. Beim Fahren quasi, also dass dann, ne, wenn ich gerade darüber fahre, dass dann so ein bisschen Dreck hochgeschleudert wird. So was darf auch nicht sein. Und schon habe ich genau das, was ich hier auch habe. Grunde genommen ist es nicht so schwer. Es ist gar nicht so schwer. Gut, man muss es nur können. Ne? Man kann jetzt so wie ich zum Beispiel als Otto-Normalverbraucher kannst du nicht hingehen und einfach so programmieren. Das wäre ja zu einfach, wenn das jeder könnte. Es kann halt nicht jeder und es sollte auch nicht jeder können. Heißt sie? Unity? Ja, Unity heißt die andere. Grafik-Engine, Quatsch. Ja, das wird wahrscheinlich bei mir so ein Ladenhüter, das auf der Festplatte ist, aber nie mehr wieder benutzt wird, gehe ich mal von aus. Wenn die da nicht richtig was Vernünftiges machen und langsam aus dem Pushen kommen. Ich meine, dieses Jahr haben sie ja was gemacht. Haben mir ja einiges dazu gemacht. Sonst hätte ich mir das ja nicht geholt. Weil das war ja bis dato, war es ja unspielbar. Und das für den Preis. Ja, der Preis ist bei mir immer noch so eine Sache. Da gibt es eine Grenze, wo ich sage, so, hier muss gut sein mit dem Preis. Spielt, darf nicht über einen bestimmten Preis hinweg kosten. Was war das? Keine Ahnung. Ich kann jetzt abschließen. Ach, das würde reichen, dann hätten wir die Aufgabe beendet. Nach 8 Minuten. Nee, jetzt fahren wir natürlich das Feld noch komplett. Das machen wir noch komplett fertig. Oh, wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Ist. Ach, Gott sei Dank, ey. Ich habe schon gedacht, das ist wieder so ein. Naja. Ladenhüter wird das. Nö, jetzt machen wir das auch noch durch, bis das fertig ist. Dann brauchen wir die anderen Felder nicht abfahren, weil das ist dann klar, dass die fertig sind. Ja, für mich persönlich habe ich gerade mal so ein altes Game rausgekramt. Das ist auch schon ein paar Tage alt. Stoneheart. Und es macht einfach Spaß zu spielen. Genau wie Siedler 2.
würde ich jederzeit wieder anfangen. Wenn es irgendwo eine vernünftige Version gibt, die auch spielbar ist, auf dem PC, würde ich mich überlegen, das sogar noch zu spielen. Weil das war so knuffelig mit den ganzen Mannequins da rumrennen, und das ist ja bei Stoneheart genauso. Du gehst zwar nicht über Wegpunkte, aber da sind so viele, einfach so viele Kleinigkeiten, die so lustig sind und Spaß machen. Ja, auch vielleicht zeige ich euch das mal. Ich habe ja schon mal angefangen, da zu spielen, und dann vor einem Jahr ungefähr. Hab dann wieder aufgehört. Weil es da gab es nämlich ein Update. Und das hat alles kaputt gemacht. Das hat wirklich alles kaputt gemacht. Das Spiel war danach fast nicht mehr spielbar. Leider. Und dann habe ich auf die alte Version wieder zurückgepatcht und hab's dann sein lassen. Soll mittlerweile auch Multiplayer-fähig sein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, aber das sieht schon da vorne, wie sich das so wegbiegt, ne? Man, das hat schon was, das ist schon, hat schon was, ne? So schlecht ist es ja nicht. Und hier und da finde ich schon immer. Oder sage ich, hier und da finde ich schon Sachen, die wirklich toll sind und die mir auch gefallen, ja. Aber es passt nicht zusammen. Es muss irgendwo passen. Der Preis muss passen. Und das, was man spielen kann, muss auch passen. Und wenn eins von beiden fehlschlägt, dann ist das andere genauso fehlgeschlagen. Also ich kann nur raten, wartet ab. Vielleicht noch 2, 3 Jahre. Bis sie da mal was Vernünftiges rausgemacht haben. Es sei denn, die geben jetzt mal Gas. Tun mal was. Aber ich weiß auch nicht, was das am Endeffekt die Vollversion kosten soll. Also ich denke mal alleine daran wird schon viel von dem Spiel scheitern, dass sie einfach zu übertrieben hoch angesetzt haben von Anfang an. Ich fand auch jetzt die Early Access dafür, das, was sie kann, ist sie viel zu teuer. Ganz ehrlich. Die Early Access über 30 Euro kosten, wo die fast, ja. Hä? Macht er denn jetzt? Die quasi nicht, noch nicht mal richtig spielbar ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Ist ein bisschen viel. Ist ein wirklich ein bisschen viel. Ich hatte mir vorgestellt, dass es mehr geht. Ja, toll, die haben Weizen und Dings haben sie alles reingebaut und Gerste hier. Roggen. Aber was nutzt das, wenn ich das nicht benutzen kann? Wenn ich das noch nicht mal verkaufen kann? Ohne Verlust natürlich. Ne? Ich brauche, um es aufs Feld zu kriegen. Ja. Brauche ich ja, was weiß ich, von mir aus 5.000
Dollar, was ist das hier, Euro? Ja, Euro. 5000 Euro, verdiene daran 3000, wenn ich es nachher ernte. Warum tue ich mir das dann an? Guck mal. Ach, dieser Regen nervt. Wenn der mal aufhören würde, dann könnte man auch was Vernünftiges sehen. Warum zieht er nicht einfach durch? Wäre doch jetzt viel einfacher gewesen, denke ich mal. Durchziehen, umdrehen und wieder hochfahren. Oh, jetzt fährt er so. Ach du Scheiße. Und dann fährt er den ganzen Weg wieder zurück. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall mit der Sehmaschine klappt das schon mal viel besser. Nur selber sehen kannst du damit nicht. Das kannst du knicken. Das bringt nichts. Das lassen wir. Ja, dann kriegen wir ja die halbe Stunde doch noch um. So, ich werde jetzt aber in unregelmäßigen Abständen Folgen hochladen. Das ist nicht wieder jeden Tag zwei Folgen, das ist mir zu viel. Das war ja nur noch Arbeit. Da geht einfach zu viel Freizeit drauf. Und Freizeit ist eins der wichtigsten Sachen, die man im Leben hat. Es ist so. Ich meine, man gibt so viel. Hä? Warum hörst du auf? Kann mir das mal einer erzählen? Warum hört er jetzt auf? Verstehen muss ich das nicht, ne? Gut. Sei mal dahingestellt, dass es so sein muss. Jetzt? Wenn das doch sowieso hier lang fährt, warum tut ihr das ganze Stück nicht direkt sehen? Ist doch Blödsinn, ist doch Kokolores. Was macht da hinten? Dreht er um und fährt dann zurück und seht das? Oder fährt er jetzt oben am Rand entlang? Irgendwie leuchtet mir die ganze Sache jetzt gar nicht ein. Nicht so wirklich. Lustig. Was rein. Cool. Und jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Jetzt fahren wir 27 Mal hin und her.
Das meinte ich. Warum ist er beim hier hinfahren? Warum hat er nicht gleich gesät? Mit dem Rand, das passt auch nicht richtig. Nicht wirklich. Naja, gut, okay. Wollen wir jetzt nicht drüber streiten. Ich find's nur lustig. Sehr seltsam. Sehr seltsames Gehandhabe. Ach, gucke mal, der lässt den vorne auf dem Boden. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Auch nicht schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Das Stück hätte er auch schon fertig haben können. Bisschen kurios, ne? Ich meine, die Idee schon hier mit Vorgewende arbeiten und sowas, wie es ja auch wirklich ein Bauer macht. Ja, der fährt ja nicht bis über den Rand, dreht um und macht das. Der macht dann quasi auf dem Feld dreht er um und fährt dann am Ende noch mal kreuz und quer, so wie wir das jetzt machen. Was jetzt? Fertig? Nee, bin noch. Doch, fertig. Das heißt, oben den Rand hat er nicht richtig gemacht. So, jetzt fährt er zum Hof, ne? Das wäre mit der Säerei, wären wir dann fertig. Würde ich auch sagen, wir lassen den ganzen Kram hier einfach stehen, weil wir brauchen es eh nicht mehr. Boah, wir stellen das auf den Hof hin. Das muss ja hier nicht jetzt. Die paar Meter fahren wir jetzt noch eben zurück. Packen wir es wieder da oben auf der Ecke, wo wir es immer hinpacken. Und dann passt das schon, dann kommen wir auch genau mit der halben Stunde hin. Und dann sehen wir mal, was wir noch an Aufgaben haben, die wir dann noch machen können. Das können wir uns dann, ja, das können wir eventuell jetzt noch angucken. Ja, schauen wir mal. Sollte eigentlich gehen. Oha.
So, Aufgabe beendet. Waschen tun wir nämlich dann auch. Gut, abschließen. Okay, jo. Würde ich sagen, das war's dann. Warum können wir jetzt nicht waschen? Weil die Teile dran hängen. Doch. So, einmal sauber bitte. Gefällt mir schon besser. So, den Kram stellen wir dahin. Jetzt muss ich bloß gucken, wie wir das abwerfen können. Ah, da fällt hinten ab. Oh, er klappt doch aus. Jo, perfekt. Den Mischwagen müssen die auch überarbeitet haben. Den können wir noch mal eben anhängen und gucken. Weil jetzt soll das nämlich so aussehen, als wenn das nämlich wirklich mischt. Also, es sollte da drinnen balken. So, tschüss. Das wollte ich mir dann noch mal angeguckt haben. Wenn man halt davor kommt, heißt es. Ich habe jetzt natürlich nicht mitgerechnet, dass der ausklappt beim Absetzen. B anschalten. Oh ja. Oh, guckt mal. Jo, das gefällt mir. Oh ja, das gefällt mir. Das sieht richtig gut aus. Oder was meint ihr? Die müssen auch diese Dinger besser. Sollen wir mal durch den Stall fahren? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Einmal gucken. Einmal durch die Stall gucken, wie die ganze Sache aussieht. Jetzt. Die Kollisionsboxen haben sie, glaube ich, versetzt ein bisschen, dass das besser funktioniert. Maschine nicht im Trigger. Ach, verkehrt rum. Muss gucken, dass ich richtig fahre. Dann kann man so weitermachen. Wo sind die ganzen Bullen hin? Der Kuhstall ist leer. Klappt auch nicht aus.
Ja. Ja, ist euch das auch aufgefallen? Wir haben Heidengeld bezahlt und unsere Tiere sind weg. Da gehe ich noch mal zu Fuß gucken. Da gehen wir noch mal zu Fuß gucken, also. Deshalb ist das doch so leise. So, hier ist nichts. Nichts. Gar nichts. Und der Stall ist komplett leer. Der hätte die Seite auch abladen müssen. Ganz toll. Ich muss ja jetzt nicht durch den Regen rennen, ne? Nur hier ist noch alles da. Ja, der steht ein bisschen krumm. Der Flug ist da. Das Teil ist da. Ja, okay. Ja, müssen wir erst mal gucken. Da muss ich erst mal schauen, was ist. Also, schauen wir mal. Jetzt können wir auch mal gucken, ob wir noch Aufgaben haben. Wenn wir schon mal dabei sind, Quest, keiner. Maisernte ist noch nicht verfügbar. Fahre das Heu ein, nicht verfügbar. Ballen jetzt nicht verfügbar. Es sind noch ein paar Sachen, die sind noch nicht verfügbar, aber warum? Wahrscheinlich, weil es auch wieder an der Zeit liegt. 1.4. Wir haben ja erst März. 1.4. bis 1.10. 1.4. bis 29.9. Und die ist ab 1.9. Ja. Was heißt das? Mission nicht mehr verfolgen. Achso, da kann man die auch. Ah, guck mal. Da kann man die komplett rausschmeißen. Gut. Gut zu wissen. Bei den Aufgaben. Wenn ich kopieren mache. Wenn ich kopieren mache, müsste der das auch so übernehmen. So, seht ihr? Die Teile sind angeblich nicht mehr da. Weil die durch die andere Aufgabe festhängen. Und wenn die erledigt ist, warum schmeißt er die dann nicht automatisch raus? Warum muss ich die dann löschen? Ja, schlecht Wetter. Ab hier wird es schöner. Da ist mal ein schöner Tag, da ist mal ein schön sonnig. Hier wird es auch wieder sonnig. Low Clouds, das kann Regen und auch also niedrige Wolken, hohe Wolken. Hier nach 16 Uhr.
Da sind wir jetzt in dem Bereich. Ne? Ja. Nun denn, so soll es sein. Und dann schauen wir mal. Neue Aufgaben gibt es im Moment nicht. Vielleicht kommt die, wenn ich lade. Ich versuche es gleich nochmal. Nochmal neu starten. Wenn dann keine Aufgabe kommt, dann würde ich sagen, dann war's das. Nee, wir können ja zeitlich ein bisschen vorspulen, ein paar Tage. Wir haben ja jetzt hier dritten. Na, 27 Tage vorspulen, dann haben wir den 1.4. Dann müssen wir gucken, wann wir die anderen Aufgaben machen können. Nee, aber mit dem Heu, das war ja dieses erste quer, siehst du mehr. Und bis dahin gucken wir mal, was kommt. Mal schauen. Und euch sage ich mal danke fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge, ne? Haut drin, ciao, ciao.